Der Volkssoldat springt, kurz vor Errichtung der Berliner Mauer, über den Stacheldraht, in den Westen, in die Freiheit. Eines der Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis einer Nation eingebrannt haben. Eines der Bilder, die Marcel Odenbach, mittlerweile gut etablierter Videokunst-Avantgardist der späten 70er Jahre, immer wieder verwendet. In seinen Videoinstallationen arbeitet er mit subjektiven Momentaufnahmen, baut Fernsehbilder und berühmte Szenen aus der Kinowelt ein und schafft Collagen aus wiedererkennbaren Bildhülsen, in die irgendwann einmal Ideologien verpackt wurden. Wenn ein Bild zu einer Ikone wird, es gibt ja gewisse Bilder, obwohl sie sehr banal sind, es gibt dieses berühmte Beispiel mit diesem ölverschmierten Vogel damals, der sozusagen stellvertretend für den Irakkrieg stand, 91, und der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte. Das war eine Konserve aus einer Ölkatastrophe aus Skandinavien. Und das interessiert mich natürlich. Inwieweit gehen Medien oder inwieweit gehen wir mit Bildern um? Und inwieweit wird eigentlich wirklich ein sehr banales Bild für eine, also eigentlich ein Schlüssel zu einer ganzen Geschichte? Stundenlang fixiert Odenbach einen DDR-Soldaten aus nächster Nähe mit der Kamera, um die langsam auftretenden menschlichen Regungen festzuhalten, und erzählt damit zugleich die Geschichte einer friedlichen Revolution. Was mich eben einfach dann natürlich in dieser ganzen Euphorie der Wiedervereinigung oder für des Fallens der Mauer interessiert hat, ist eigentlich, wie so ein sehr hermetisches System ideologisch plötzlich so aufbrechen kann durch die Initiative und friedvolle, es war ja eigentlich fast eine friedliche Revolution, die damals in der DDR von den Bürgern hauptsächlich aus Leipzig heraus und der Kirche überhaupt initiiert worden ist. Obwohl in Marcel Odenbachs Kunst politische Anspielungen offensichtlich sind, bezeichnet er sich selbst nicht als politischen Künstler. Wenn man Dinge, die einen umgeben, kritisch betrachtet, also jetzt nicht nur als Künstler vom Bildmaterial her, sondern auch politische Dinge kritisch betrachtet oder seine Umwelt kritisch betrachtet, sich selbst damit einschließt, ist das noch lange nicht politisch. Also das ist eine politische Haltung, aber ich glaube nicht, dass meine Arbeiten politische Kunst sind, denn das wäre ganz schrecklich. Denn ich glaube, politische Kunst muss sehr didaktisch sein und kann eigentlich nur eine Interpretation in einer Hinsicht haben, und das sind meine Arbeiten, was Gott, die sind viel zu subjektiv, um politische Kunst zu sein. In jedem Fall aber sind Odenbachs Arbeiten sehr sehenswert. Noch bis 29. März im Kunstraum Innsbruck.